Ob man ertrinken kann, Cedric. Ich probiere es gerade aus. Ihr seht das dann ja bei mir in der Aufnahme. Theoretisch müsste es schon gehen. Wolbany ist wieder da. Würde mich Also wundern. ich sehe ja keine Luftanzeige oder irgendwie dergleichen. Tino, wir hosten dich mal eine Runde. Wir sind schon total fertig. Hast du Oh, danke. eine Hostanzeige? Theoretisch müsste es Dann schon sein, weil wie mich Cheche gehostet hat, stand im Chat dann Cheche hostet. Und es okay. müsste auch ein Alert kommen. Theoretisch. Wolbany, ihr habt es geschafft, ja, habe ich gerade gesehen. Ihr habt es zum Laufen bekommen mit Was Fragmented. bedeutet das, wenn dann Leute auf Ufermann Twitch gehen, dann werden die automatisch auf Delfines Stream weitergeleitet? Oder wie muss Ja, ich sie das? sehen beim UFO meinen Twitch dann. Meinen Stream bei UFO. Also im Prinzip, ich glaube, sie kriegen die Anzeige und denken, dass ich streame, war. Ja, genau, sie haben die Dann Anzeige, gucken da sie. steht dann irgendwie oben, steht aber Show Hosting und dann der Kanal. Aber sie können nicht im Chat schreiben. Dazu müsste es Genau. dann wirklich auf meinen Kanal gehen. Ist aber so, dass in der App steht da eine 1 und wenn sie gucken, steht da UFO man streamt. Und dann Ja, gucken sie genau, und da dann sehen steht sie, dass er erst, nur hostet. genau, und drunter unter dem Video aber, weil da steht dann hostet irgendwas und drunter ist gleich dann auch nochmal ein Link, Ah ja, wo sie dann auf meinen Kanal gehen you will one out können. of the air in Genau. 5, 4, 3, 2, 1 second. Und ich bin ertrunken. Hat So. unsere Hilfe Schnell, geholfen, schnell, 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 Wolibar? schnell. Wolbani? Hat es geholfen, der Tipp, den wir euch gegeben haben? Ich klicke die ganze Zeit auf den Wegpunkt, aber es passiert nichts. Okay, dann nimm einen in der Nähe quasi. Ja, es Aber gibt keinen in der Nähe. keinen, der im Schnee ist, sonst stirbst du gleich wieder auf dem Weg zum Lager. Ich bin jetzt schon wieder an derselben Stelle. Wahrscheinlich wieder irgendwo im Schneebiom oder in der Nee, Nähe. ich bin so ziemlich oben, wenn du die Map aufmachst, ne? Und den See oben rechts in der Ecke, da bin ich. Also du bist im Grünen quasi. Okay, freut Ja. mich wohl, Bunny. Okay, dann geht's. Ich war letztes Mal links unten, wie Oh, ich tot links. war, und musste durch die ganzen Tiere mich durchrennen. Ne, ich auch. Und das ist natürlich dann blöd, wenn du durch 50er, 60er, 70er, 80er durchrennen musst. Ich bin eben jetzt circa die Hälfte des Weges gelaufen. Da hat mich irgendein Mob platt gemacht, ne? Weil ich Ich muss keine sagen, Bandages immer mehr noch, hatte. es rennt recht gut. Und dann wird man die ganze Strecke wieder zurückgeworfen, weil die ganzen Spawnpoints, die man auswählen könnte, alle im Norden liegen. Von mir aus gesehen. Ja, und neben mir rennt gerade einer, habe ich gesehen im Augenwinkel. Ich höre die ganze Zeit irgendwas knurren. Naja, Ah, und da schießt doch wer. ich laufe auf was zu. Was ist das? Level 24, Ah ja, 26. da ist der UFO. Ja, ich habe mal zur Not die Axt ausgerüstet. Ah, schau mal, UFO ist angeschlagen Oh etwas. ja. Das siehst du? Ach so. Ja, ich sehe deinen Gesundheitsbalken. Wenn ich dich genau anvisiere, dann sehe ich, dass der nicht voll ist. Meiner wahrscheinlich vielleicht auch nicht ganz. Jetzt ist er voll. Jetzt sehe ich es. Bin schon mal näher Wolbany. dran. Man kann deshalb so wenig bauen, weil man sich im Prinzip diese Baurezepte alle erst erarbeiten muss. Genau, die muss man leveln. Richtig, über die Erfahrungspunkte kann man sich dann seine einzelnen Skills quasi verbessern, Konstruktion, Elektronik und Kannst so ja ganz weiter. kurz mal das Menü zeigen, das Inventarmenü. Ja, genau, ich bin jetzt im Inventarmenü drinnen, Wolbany, habe guck mal rechts hin. oben meine Skill Points, da steht jetzt 39 und könnte Da jetzt müsste zum doch Beispiel irgendwo über unsere alte Base sein. Also ich Konstruktionen mach mal drüber bitte gehen. kurz nichts, Cedric. Wie bitte? Gehe jetzt auf Bleib mal kurz Konstruktionen. ruhig. Delfino erklärt gerade bei den Zuschauern. Genau, wenn ich auf Konstruktionen gehe, zum Beispiel drüber fahre, dann steht dort, das nächste Level kostet 15 Punkte. Und dann steht Level 7 und dann steht genau, was man alles Neues dazu bekommt. Und wenn ich draufklicke, dann hab ich jetzt statt Konstruktion 6, habe ich jetzt Level 7 und habe neue Rezepte quasi. Und das kann man bei allen machen, so wie es ausschaut. Höchstlevel dürfte aktuell 10 sein, weil Textilien, wenn ich drüber fahre, da zeigt er mir nichts mehr an, da habe ich schon alles. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, was halt Survival ist halt gut, da kann man die
Gesundheitsanzeige das Maximum erhöhen und die Ausdauer erhöhen. Und auch diese ganzen Erste-Hilfe-Sachen. Ab Level 9 gibt es zum Beispiel Erste-Hilfe-Set. Halt alle möglichen Sachen. Da habe ich auch nochmal ein Level rein. Bin Das zwei hat mich Level jetzt aufgestiegen. 21 Punkte gekostet. Also man muss sich das halt alles erarbeiten mit der Zeit. Ja. Aber man kriegt wirklich für alles Erfahrung, wenn man Ressourcen sammelt, wenn man was baut, wenn man gegen irgendwelche Gegner kämpft, bringt Ja. alles Erfahrungspunkte. Wir Also spielen dann. jetzt seit 20, wir spielen jetzt schon vielleicht sogar 20 Stunden fast schon und wir können lange, lange noch nicht alle bauen. Das stimmt. Richtig. Das Genau, ist noch aber man muss eins auch zeitaufwendig. dazu sagen, wir spielen ja wirklich nur rein im Stream. Und sind jetzt auch keine Hardcore-Gamer oder so. Jeden Samstag machen wir das jetzt schon Weil beim seit ersten gutem Mal, wo der Monat. Christian dabei war, der Chris quasi, da hat der in 2 Stunden mehr erreicht als, weiß nicht, wieder vorher in der ganzen Zeit oder Ja, so. der geht schon in Richtung Pro-Gamer. Ja, weil er ist reingegangen, ist da 2 Stunden rumgerannt, hat nur gesammelt wie ein Verrückter und hat dann ständig diese Gegner, die noch nicht so stark sind, bekämpft. Die ersten die ganze Zeit und war dann schon. Keine Ahnung, vom Level her schon auf 20, 30 irgendwo, da war ich vielleicht mal auf 10 oder so. Ja. Also ich muss sagen, ich bin gerade bei unserer alten Base und die sieht ganz schön verlassen aus. Also auch von der Struktur her sieht die so aus, als würde die lange Zeit nicht mehr benutzt worden sein. Verfällt die? Ja, Meinst du, verfällt die mit der die Zeit, wenn verfällt, dort ja. keiner mehr ist? Ja, Wusste sieht, gar nicht. schaut so aus zumindest. Ich könnte mal Da reingehen. müsste noch eine Truhe drin sein. Vielleicht kannst du gar nicht rein. Wüsste ich nicht. Ich kann rein, Kann oder? sein. Nee, ich kann nicht rein. Warum kann ich nicht rein? Eigentlich bin ich registriert auf dieses Haus. Aber ich sehe die Truhe. Seht ihr sie? Ah, das ist ja so. Was Das damals Haus ist nicht. auf eine Gruppe registriert. Ja. Die Ah ja, Gruppe und die. gibt es aber nicht mehr. Das Weil wir haben ja jetzt stimmt. die neue Gruppe, wo ja der Chris der Chef ist. Das stimmt. Und da ist ja irgendwie das Problem. Aber Wo? das Haus hat Delfino gebaut. Okay, ja, genau. Da müsstest du wahrscheinlich bei mir in der Gruppe sein. Dann wahrscheinlich. Aber da ist auch nichts drin, bloß eine Kiste, wo Müll drin ist. Richtig. Aber ich würde schon Wobei gerne es mal nicht wissen, was da sowieso drin so bei ist. das bei diesen Holzhütten, dass man da sowieso nicht rein kann, weil das nur für jeden seine ist. Ich weiß nicht Ja, mehr. ist aber, ist es eine Ja, Holzhütte? ja. Ja, das ist ja nur so eine. Die erste Basis war doch nur so eine billige Holzhütte, die So im man Prinzip so hingeknallt eine haben. Eine Das ist keine Person dann Holzhütte. kämpft. Das ist schon Genau, hier aber jetzt eine so. eigene Hütte bauen. Richtig, weil die große Basis dann, wo du eine größere baust, oder diese Durchgangstore, die du platzieren kannst, da kann dann die ganze Gruppe, Gilde oder so, wie immer man es nennen will, können dann alle rein, quasi, die in der Gilde, in der Gruppe auch drinnen sind. Ah, UFO kniet gerade. Wie nenne ich das Also muss sagen, das nochmal? haben sie schon gut gemacht. Die Alton. ganzen Bewegungen, Ach, das ist. Laufbewegungen, das Ja. ist alles schon drinnen. Charakter sehen ganz schick aus. Was leider noch fehlt, ist so eine Animation, wenn sie trinken oder so, dass er dann nicht wirklich den Apfel dann rausholt und so, als wenn er den im Mund nimmt oder so. Das stimmt. Richtig. Oder wenn Aber er ich sich bin mir verbündet. sicher, das kommt noch. So wie wenn Ja. du frisch auf den Server gehst und du nimmst irgendwas in die Hand, beim ersten Mal schwebt es in der Luft herum. Ach so. Das war heute. Ich habe das Messer gezogen und Cedric gesagt, das Messer schwebt in der Luft über Ach mir. so. Das dauert manchmal ein bisschen, Das sah auch sehr lustig aus, muss ich ehrlich zugeben. aber das sind alles Sachen, das wird alles noch gefixt und gerichtet und das machen sie alles noch. Ja. Aber ich sag mal, im Vergleich zu manchen anderen Spielen rennt es jetzt schon besser. Ja. Und wenn wir irgendwie noch berühmt werden und das Spiel dann groß rausbringen. Bei unserer alten Base, da tun noch ganz schöne Kreaturen rumlungern. Hier Level 1, Level 2. Ja, ich weiß, das war das Startgebiet. Das sind diese Schwachen, die haben gleich bis zu Level 5 oder 7 Maximum. Räuberne, ich war auch kurz vorhin auf eurem Server. Also, ich war vorhin bei euch kurz im Spiel drin. Wollte euch mal überraschen. Ich habe euch aber nicht gleich gefunden. Das hätte zu lange gedauert, euch zu finden. Dann wäre ich mitten im Stream auf einmal aufgetaucht. Wäre auch lustig gewesen, Ja. dass wir jetzt sagen, wir gehen und switchen rüber und hätten Könnte man eigentlich die anderen theoretisch machen. Wir besuchen könnten uns können. ausloggen und könnten dann bei Waldnebel einfach ins Spiel rein und dann tauchen wir dann auf einmal auf. Müsste gehen. Warte, geht Wir könnten das? die Na, sogar, glaube ich, wobei ich ja. erschießen. Wir sind doch von einer anderen Gruppe. Wir Hier könnten die brennt doch es. erschießen. Ah, nee, Hier nee.
Ja, brennt der Null Boden. an. Ich habe mit null angefangen. Ich hatte nur eine Badehose und nichts, als ich Ja, darauf weil es gestellt eine habe. andere Map ist, ist ähnlich wie Minecraft. Ja. Wenn du auf eine neue Map kommst, hast du eigentlich nichts. Ja, genau. Im Also können die Normalfall. mich umbringen. Delfino? Ja. Hier brennt der Boden. Wo brennt der Boden? Wo geht vor der Vier auf die Knie? Bei unserer alten Basis, wo wir eben lang gelaufen sind, ne, zur neuen, dort an der linken Spitze des Sees, da brennt der Boden. Aha, okay. Nein, wir erschießen uns nicht, Wolbali, war bloß ein Spaß. Ich fotografiere das mal. Also wir uns eh nicht. Wir hätten ja nur Wir euch. können uns nicht untereinander erschießen, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, ja, das geht, glaube ich, gar PvE. nicht. Also, Ja, Delfino hat stimmt, wenn bestimmt, wenn es PvP diese Optiken. ausgeschaltet. Das Einzige, was an ist, ist PvE. Weil Genau. als Patrick zum ersten Mal hier raufgejoint ist, Cedric war, glaube ich, das Erste, was er gemacht hat, die ganze Zeit um uns rumzuspringen und auf uns immer zu schießen. Aber es hat, Das um habe zu ich aber zeigen, das erst funktioniert nicht. nachdem gemacht, als Delfino und du gesagt hast, dass ihr das ausgeschalten habt. Nein, Ja, Wolbani, der. nicht freundschaftlich erschießen, gar nicht erschießen, war nur ein Witz. Wir Ja, würden wobei, niemals euch überfallen auf eurem Spiel. man könnte es natürlich Niemals. theoretisch so machen wie früher bei den Duellen, Rücken an Rücken, 10 Schritte umdrehen, schießen. Ja, man könnte natürlich auch Krieg spielen, ja. Delfino, was hast du denn für eine krasse Hose an, Alter? Achso, ja, das habe ich mir beim letzten Mal noch gemacht. Das ist eine Hose aus Shetlang, diese Stimmt. Shetlang-Viecher. Ach Da habe ich so. so viel Leder gesammelt von denen, Ach da so. konnte mir dann irgendwann eine Hose machen. Oh, Die hat ein dummes bisschen Shetland. mehr Armorschutz als die andere und ist auch eine Spur wärmer. Aber nicht Uwemann konnte viel. das ja nicht wissen, weil die ganzen 3 Folgen, die ganzen Stream über wieder die Basis gesucht hat. Stimmt. Wir müssten theoretisch eigentlich viele Viecher töten, um uns Ganz neue armer Hosen, Hund. Jacken und so zu machen. Bin Ich eine glaube, das ist wirklich ganz am arme besten, dann Sau. im Anfangsgebiet dann die ganzen Level 1, 2, 3, 4, 5 Tiere zu töten. Oder droppen die größeren Level-Monster-Kreaturen mehr. Also so, jede Kreatur quasi hat ja sein eigenes Leder quasi. Ach so, da gibt Also es das heißt, wieder. wenn du verschiedene Kreaturen hast, also von der Rasse her, kriegst du von jedem anderes Leder. Diese Mammutähnlichen haben ein eigenes Leder, die Blauen, die rumrennen, haben ein Ist mein eigenes Charakter Leder, müde? Mein die Charakter Gehörnten zeigt haben ein eigenes Leder. Müdungserscheinungen. Der gähnt die ganze Zeit. Kann nicht sein. Ich habe gegähnt. Ach so, oh. Ich habe ganze Zeit gedacht, mein Charakter gähnt. Siehst du mal, wie gut meine Qualität ist von meinem Mikro. Ja. Dass er schon glaubt, sein Charakter gähnt. Ja. Cedric, kehr sofort um. Kehr um, Cedric. Ja, genau, na, also musst du sagen, spring, spring. Mach bei UFO Mann eine Donation. Dein Genau. ganzes Taschengeld. Hab kein Taschengeld. Klau deiner Mutter Geld aus dem Portemonnaie und überweise es an UFO Mann. Genau. Komm zu UFOs Tempel. Genau. In Berlin. Tempel des Reichtums, gleich neben dem Brandenburger Tor. Nee, UFO wird die Zentrale von Scientology kaufen und dann seine eigene UFO-Religion machen. Auf jeden Fall. Die hocken ja in Berlin. Na und? Da habe ich mal eine Sendung gesehen, dass unter Jugendlichen ist das so eine Mutprobe, du rennst rein und schaust, dass du wieder rauskommst. Meinst du Entschuldigung? Ja, genau. Ist geil. Richtig, ja, das ist so ein Sport unter denen. Du rennst rein und schaust, dass du wieder Ja, der rauskommst, tut ja auch ohne so dass sie dich Sicherheits. irgendwie. Ja. Nicht, dass du da noch im Folterkeller landest bei denen. Da landest du bestimmt der Gummizelle, bis du dran genommen wirst. Und sie haben recht harte Security-Leute. Aber ihr müsst doch Oh vorsichtig ja. sein, alle von euch, die Kinder haben. Ich habe einen Bericht gesehen, dass diese ganzen, es gibt so ganz kleine Firmen, die gibt es bei mir hier in der Nähe auch, die Nachhilfeunterricht für Schüler anbieten. Und da steckt sehr oft die Scientology hinter. Die Aha. machen zwar den Nachhilfeunterricht mit denen, aber unterschwellig verklickern die den Kindern dann ihr Zeug da. Wenn die dann ein paar Monate da sind oder so, dann kriegen sie diese Bücher zu lesen und so weiter. Und es ist aber alles so gemacht, dass die Eltern das nicht mitbekommen. Oh. Da müsst ihr vorsichtig sein. Und irgendwann tun die Kinder abspalten. Ja.
Habe ich wohl mal eine Reportage gesehen, das ist richtig krass. Da wird man ja von seinen ganzen Familienkreisen eben so dargestellt, dass man eben der besten Familie ist und alle anderen haben Straftaten hinter sich und die wollen dich überhaupt gar nicht mehr. Und das wird ja alles so eingeflößt, so eine Gehirnwäsche, und bin Und ich immer dadurch, noch dass aber bei sehr uns erstaunt, dass es Religionsfreiheit sowas ist, gibt. hat man halt keine Möglichkeit, die zu verbieten, weil die als Religion angemeldet sind und Ist ganz dadurch schön kommt man krass. nicht ran richtig an die Leute. Ja, richtig. Ja, es gibt einzelne Länder in Europa, die haben es mittlerweile verboten. Das Ja. stimmt. Aber es ist relativ schwer. Was sind das für Leuchtdinger? Hier rennt einer rum, der eine Leucht irgendwas. Der brennt auf dem Kopf. Delfino, mach Das sofort einen Teller Spaghetti und bring ihn nach Berlin. Ich habe keine Spaghetti mehr. Och, das ist Level Echt? 1. Hallo. Nee, ich habe die gestern zusammengegessen und heute beim Einkaufen Ihn hatten sie keine vergessen. Vollkornspaghetti mehr, waren alle ausverkauft. Scheiße, da musst du morgen hungern, oder was? Vollkornspaghetti? Nö, Du nö, isst ich nur dachte, komm. Vollkornspaghetti? Nach dem Aufstehen gehe ich zum Bäcker Ach so. und hole mir Gebäck und so. Wurst und Käse habe ich zu Hause. Ach so. Und ich habe eine Dose kräftige Rindsuppe, die ich mir Oh auch ja, machen kann. Kraftbrühe. Ich habe ja dann die Kapsel irgendwann nicht mehr Auf den ausgehalten nach Hintern. meiner Spaghetti-Stemmerei und habe mir dann irgendwie 5 Packungen Spaghetti, 5 Gläser Soße und ein Stück Parmesan gekauft. Da habe ich Cool. jetzt noch eine Packung Spaghetti übrig, ein Glas Parmesan. Also ich kann mir locker morgen Spaghetti machen, wenn ich Bock habe. Also ich bin jetzt auch wieder so auf den Trip gekommen, Alter, so zweimal die Woche, warum nicht Spaghetti? Schmeckt geil. Richtig, schmeckt gut und ist billig. Genau, daran muss ich nämlich jetzt auch denken. Eben, weil es spart doch Geld, und wenn man das eine gewisse Zeit macht, Absolut, dann absolut. kann man sich sowas wie eine Webcam leisten. Ja, wenn man halt sparsam ist. Muss Richtig, dann nur ne? noch schaffen, aufzuhören zu rauchen, weil das spart dann natürlich auch richtig Geld. Aber so weit bin ich noch nicht. Wobei richtig sparen tut man in dem Sinn ja auch nicht, weil gibt es dann woanders quasi wieder aus. Richtig sparen wäre ja, wenn ich am Ende vom Monat sehe, irgendwie mein Minus am Konto wäre kleiner oder so. Ja. Aber am meisten ist es so, wenn es dann 50 Euro hast, dann denkst du wieder, ah, jetzt kann ich mir was leisten, jetzt kaufe ich mir was. Ja, da muss man sich Also, echt total disziplinieren, man das müsste stimmt. wirklich sagen, halbes Jahr, alles was Ja. übrig bleibt, wird auf die Seite gelegt, fertig, Ja. jedes Monat. Oh, Und dann sehr, sehr vielleicht nach schlau. einem Jahr kannst du vielleicht dann einen Computer mal leisten, wenn du das wirklich durchziehen Ja. würdest. Weil du Aber ja wer auch, macht das schon? weil man ja auch, zum Beispiel, man möchte sich irgendwie schon ein Spiel, sagen wir mal, pro Monat kaufen für 19 Euro vielleicht oder so. Also ich brauche pro Monat eine Kaufbefriedigung. Also gar nicht, ey, dann werde ich depressiv. Ich kann nicht mehrere Monate mir gar kein Spiel kaufen, fällt mir total schwer. Und wenn es ein Spiel für 5 Euro ist, scheißegal. Aber das ist bei Delfino, glaube ich, nicht ganz so. Der hat nicht so viele Spiele. Na, beziehungsweise es gibt halt Spiele, wo ich sage, die Spiele will ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt ein 5 Euro ein Spiel, nur weil ich es kaufen, nur um Das mir irgendwas zu werde ich kaufen. in, also mache ich in Zukunft auch nicht mehr. Das habe ich in der Vergangenheit so gemacht, einfach nur ein Spiel zu kaufen, weil es mich interessiert. Ah, ich bin da zu In Zukunft werde ich Hause. nur noch Ich Spiele bin kaufen, zu wo ich mir wirklich Hause. sicher bin, dass ich das unbedingt haben will und auch mehrere Stunden damit spielen werde. Richtig. Und wenn es dann heißt, keine Ahnung, ich muss 2 Monate sparen, dann ist halt so. Aber was ich mir gerne noch kaufen würde, wäre dieses Warhammer Total War. Finde ich auch geil. Richtig, das will ich mir kaufen, aber das ist halt auch nicht gerade billig. Delfino, hast du schon das neue Transport-Fieber gesehen, was im Herbst 2016 rauskommen soll? Das habe ich schon mitgekriegt, dass da was Neues kommt. Finde ich cool. Das kann man endlich mal mehr mit den Schienen machen. Die regen mich auf. Wie die Pest. Und auch, dass Civilization 6 kommt. Oh ja. Das kommt ja auch heuer noch. Kann es sein, dass wir gerade eine Talkrunde machen? Oder weil Delfino In rennt auch auf der gewissem Punkt, Plattform mal von links nach in rechts. gewissem Punkt, ja. Aber ist ja cool. Ja. Wolbani schreibt gerade, man kann ja auch, nee, Mama Nane, man kann ja auch vegetarische Spaghetti essen. Und Wolbani schreibt, die ist manchmal vegane Spaghetti, Karotten in Spaghettiform und anderes Gemüse ziemlich lecker.
Okay, ich habe schon davon gehört, aber selber noch nie probiert. Ich habe das auch mal gesehen als Gurken. Da gibt es so eine speziellen Chill-Dinger und dann kannst du die also abziehen, dass die Gurken wie Spaghetti auf dem Teller liegen. Und hier. Achso, da ist ja schon, aber. Ja, aber Mama Nane meint so eher richtig tatsächlich Nudeln und dann aber eben nur mit Olivenöl und Knoblauch oder so. Ich habe ein Das kleines wäre eher Problem. vegetarisch. Ja, stimmt, das kann man. Es gibt ja die Leute, die essen die Sachen auch so mit Pesto quasi. Nur so. Genau. Ich krieg das Ton nicht mehr auf. Vegetarisch ist ja nur ohne Fleisch und vegan ist halt, da durfst du dann eigentlich auch keine Nudeln essen und so. Also das letzte Mal habe ich das Ton aufbekommen. Habt ihr die Gruppe gewechselt? Unser Tor? Ja. Ich hab nicht gewechselt. Das Einzige, was ich nie durchgehen konnte, ist eben dieses magnetische Schutztor hier. Weil das Tor ist, das hat der Chris gebaut und das andere Tor eigentlich auch. Sie sind beides. Letzte Mal konnte ich durch dieses Tor. So, Wobei, wenn Bandage. ich das Tor anschaue, ich kriege keine Antwort. Da steht nur Stone Gate. Oh ja, doch, Stone Gate, Chris. Das gehört der gleichen Person eigentlich. Also sollte eigentlich funktionieren. Wolbony schreibt gerade, dieses Schälding hat sie auch und findet das total gut. So, Aber es dauert 50. länger, es sauber zu machen, als Kann man das erstmal Ganze so erhitzt und machen. zubereiten. Eben, das ist ja so auch wieder bei gewissen Sachen. Bei mir ist immer so, wenn ich mir wirklich mal was mache, dann muss halt schnell gehen. Ich habe keine Lust, mich, keine Ahnung, eine Stunde für irgendwas hinzustellen. Ja, also bei mir ist Maximum eine halbe Stunde Zubereitungszeit, wenn ich was koche. Ja, zum, eben zum Beispiel bei den Spaghetti mit vorher sauber machen und dann kochen, so keine Ahnung, Viertelstunde und dann steht das am Tisch und ich kann essen. Machst du die Dose warm oder mischst du die nur runter unter die Spaghetti? Also Sach, die Soße. ich tue sie schon ein bisschen erwärmen. Okay. Aber muss man eigentlich nicht unbedingt, wenn die Spaghetti heiß sind und man rührt es drunter, weil sie haben eh Zimmertemperatur ja quasi. Wenn man Ich es rühre halt immer frisch unter. aufmacht. Meistens rühre ich es unter. Außer manchmal, dann strecke ich es noch. Dann mache ich noch ein bisschen Ketchup zu und brate noch ein paar Zwiebeln an oder so, dass es ein bisschen mehr wird. Ah, okay, nö, das habe ich noch nicht gemacht. Das wäre dann quasi schon Luxus. Ja, Mein mache ich auch Vater immer. hat mir mal gesagt, er hat sich gekauft quasi auch so eine fertige Soße und hat dann noch, er tut selber anbauen, so Chilischoten. Ah, okay, das ist Und die hat er schlau. dann noch quasi selber noch dazu reingeschnitten. Ja, man kann das ziemlich kostengünstig noch ein bisschen strecken, wenn man Ja, wenn mischt. du ein paar Sachen hast, richtig. Ja. Man muss es halt auch mögen. Aber oft hast du auch, wenn du so Sachen kaufst, wo dann noch irgendwelche Tipps dabei sind, wo dann noch steht, kauf das und wenn du dann das und noch dazu hast, dann wird es noch besser. Das steht ja manchmal auf die Packungen drauf, wo dann steht, kauf noch irgendwelche Kräuter, sonst was, egal, misch das noch drunter. Gibt es ja immer diese Serviertipps oder wie die heißen. Bist du auch der Meinung wie Mama Nane, dass Spaghetti ohne Käse gar nicht geht? Also ich habe Parmesan habe ich immer. Ich auch. Ich Ich meine, auch. als Kind, da habe ich auch Spaghetti nur mit Ja. Ketchup gegessen und sonst gar nichts. Also ich habe jetzt festgestellt, dass Parmesan tatsächlich auch. Ich habe so ein Stück Parmesan gekauft, 3,50 € oder so, aber das reicht natürlich auch ganz schön lange, war. Man könnte ja auch diesen billigen geschredderten Käse nehmen, Edamer oder sowas. Aber Parmesan schmeckt schon bedeutend geiler. Ich kaufe immer, da gibt es so eine große Dose, wo halt der Parmesan schon gerieben drinnen ist. Das kenne ich auch, ja. Das ist Ja, doch die kaufe ich mir immer, ist auch nicht so teuer. ja. Und dann kann ich es aus der Dose direkt quasi dann, so viel ich halt brauche, drüber. Aber natürlich, selber reiben ist natürlich auch was Feines. Da muss ich noch einen Anbieter finden, wo ich so eine Dose bekomme. Bei Lidl, da gab es jetzt leider nur so ein Stück. Da war ich schon froh, dass ich das bekommen habe. Spaghetti nur mit Käse, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Olivenöl habe ich immer im Haus. Könnte man noch ein Müh Olivenöl mit dran machen. Schmeckt bestimmt sehr geil. Ja, stimmt, Olivenöl, vielleicht ein paar Kräuter noch drüber. Ja. Ja, man muss ja nicht unbedingt irgendeine Tomatensauce haben oder Und so. das macht halt unglaublich satt, wa? Ja, stimmt. Ich meine, bei mir, ich merke, wenn ich so eine Spaghetti-Portion Vollkorn isst, Ja. bin ich voll. Das reicht, das sättigt vollkommen. Man sieht ja auch an uns beiden zum Beispiel, dass man dadurch auch nicht zunimmt.
Stimmt, seitdem ich das isst, mein Gewicht bleibt gleich, beziehungsweise ist um 1, 2 Kilo gesunken. Siehst du? Spaghetti-Diät. Genau, wahrscheinlich würde ich nur Spaghetti essen, hätte ich Plus wahrscheinlich abnehmen. deutlich weniger. Ja. Aber wenn man halt dazwischen auch andere Sachen isst. Genau, er muss sich dann alles, was fehlt bei den Spaghetti aus dem Körper ziehen. Dann. Beziehungsweise, keine Ahnung, oft, wenn ich am Nachmittag dann einen Kaffee trinke, dann esse ich halt irgendwas noch dazu. Ja. Da ich halt manchmal irgendwas Süßes zu Hause, irgendwelche so Rouladen, irgendwelche Süßen oder so, wo ich mir was runterschneide. Mit Marmelade oder sonst was drinnen. Halt auch nicht immer, aber. Wollen wir auf die Jagd gehen? Können wir, also ich habe 210 Schuss, habe ich. Kap 163. Und ich habe Das ein muss neues reichen. Messer. Ah. Ja, genau, und er hat ein gutes Messer. Ein Um das Ganze, um die Tiere kalibriertes. dann zu zerlegen, quasi. Genau. Das heißt, wir könnten runtergehen und die Tiere, die wir auf der anderen Seite der Basis sind, eigentlich jagen gehen. Unten da, in dem Tal. Oder Ja, meinst du hier die hier drüben? kann man auch natürlich, wenn drüben Einzelne oder so nur rumrennen, dann ist natürlich besser, Mir ist wenn wir egal. uns die holen. Ich glaube, die sind hier nicht so stark, oder? Ja, weil einer hinten war, glaube ich, einer, der hatte 55, aber zu dritt Ach sollte so, ein das kein Problem Elefant sein. Ja, wir müssten halt nur war. schauen, Weil es dass wir halt jetzt mal alle wieder sehr zusammen sind. spannend wird, tue ich euch mal die Spannung jetzt nicht rauben, sondern ihr könnt euch nächsten Folge. Ach, geiler Cut, ne? Könnt ihr euch in der nächsten Folge dann richtig spannend ansehen, wie wir die Tiere Genau, diese bekämpfen. Folge. Genau. Das ist so wie in den ganzen Serien, es fehlt ein Schuss und dann ist aus.